Wenn du da draußen Lego-Sammler wie ich bist, kannst du den folgenden Satz sicherlich ziemlich gut nachvollziehen. Mein Bankkonto sieht ziemlich mies aus. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Haul-Video auf diesem Kanal. Um ehrlich zu sein, ich freue mich richtig darauf, euch jetzt hier das zu präsentieren, was ich eingekauft habe. Und vor allem euch zu zeigen, was ich in diesen wunderbaren, mysteriösen Paketen da drüben habe. Alles in allem hat mich das hier gut 500 € gekostet, deswegen steht es auch im Titel. Und eines lass mal gesagt sein, das ist wirklich nur eine absolute Ausnahme. Mein Budget im Monat sollten definitiv nicht 500 € nur für Lego sein. Aber Weihnachten war und man hat sich ein bisschen was gegönnt, ihr kennt das ja. Das allererste und wahrscheinlich auch offensichtlichste sind natürlich diese zwei wunderschönen Battle Packs. Bei Smith Toys gibt es die ja billig. Und deswegen habe ich mir hier zweimal dieses Clone Trooper und Droid Battle Pack bei Smith Toys gekauft. Wunderschönes Battle Pack, ich stehe total auf den Shock Trooper und vor allem auch auf die neuen Superkampf-Druiden. Da hat sich nämlich der Mold tatsächlich verbessert. Schaut gerne mal im Review zu diesem Battle Pack, ich verlinke es euch hier oben rechts. Und zusätzlich zu diesen beiden Battle Packs habe ich mir auch nochmal für meine OVP-Sammlung ein 501. Battle Pack gekauft. Mit dieser netten AV7 Kanone. Ich habe auf jeden Fall nicht vor, das nochmal aufzumachen. Aber es stand da so einsam im Regal rum und ich musste es einfach mitnehmen, damit es wieder einen regulären Platz in meiner Sammlung hat. Denn das habe ich original verpackt vor kurzem weggegeben. Schieben wir das Ganze mal beiseite und kommen wir zu ein, zwei Dingen, die ich tatsächlich geschenkt bekommen habe. Dabei handelt es sich hier um diese paar Schlüsselanhänger. Da hätten wir hier einmal den Schlüsselanhänger von Imperator Palpatine, wenn der Fokus jetzt würde. Danke sehr. Der Schlüsselanhänger von Imperator Palpatine mit einem sehr gut instand gehaltenen Case. Dann gab es auch noch den Schlüsselanhänger von diesem Snowtrooper, das ist noch der alte, plus diesen Blaster dazu, der ist aber lose, das heißt, den werde ich irgendeinem Trooper in die Hand geben. Ich finde es cool, dass ich ein paar Schlüsselanhänger von Lego Star Wars geschenkt bekommen habe. Werde ich auf jeden Fall an meine Schlüssel jetzt ranmachen, weil theoretisch gesehen, ich habe dafür kein Geld ausgegeben, von daher ist es mir weniger wichtig. Dann haben wir auch den Cad Bane Schlüsselanhänger, das ist der alte aus Clone Wars. Finde ich schade, als Originalfigur hätte der mir sehr viel mehr gefallen. Dann habe ich von meinem Kumpel oder von meinem Kameraden noch diesen riesigen Flickfire Missile bekommen. Oder nicht Flickfire Missile, ist ja so ein Springloaded Shooter. Sieht aus wie irgendein Teil aus Pirates of the Caribbean. Keine Ahnung, ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Kann man vielleicht in irgendwelche Mocs oder Dioramen gut einbinden. Und das war es noch nicht. Nein, das letzte Geschenk war dieser kleine Helm hier. Wenn die Kamera fokussieren würde, danke sehr. Das ist nämlich der Helm von Ezra Bridger aus der Phantom. Dieser Helm hat mir noch gefehlt. Das ist basically das teuerste auch an dieser Minifigur. Jetzt habe ich den Helm, wunderschön. Ich freue mich und ihr euch sicherlich auch, wenn ich das Set mal demnächst vorstelle. Dann, liebe Leute, ist eine Bricklink-Bestellung von mir angekommen. Da sind nämlich endlich mal die besprochenen Teile für das Mock der Angriff drin, damit ich da weiterbauen kann. Das ziert sich jetzt. Oh ne, doch. Ne? Oder doch nicht? Na egal. Brutale Gewalt gegen Verpackungsmaterialien. So. Ach, interessiert ja sowieso keinen, wie es aussieht im Nachhinein. Und zack. Da habe ich einen ganzen Beutel voll mit Süßigkeiten. Natürlich immer gut, dass was dabei ist, damit man beim Bauen knabbern kann. Das sind dann so eine 1x3 Bricks in Dark Bluish Gray. Die brauche ich auf jeden Fall dringend für meinen Mock. Das Mock schlummert nämlich die ganze Zeit hier rechts bei meinem Aufnahmeplatz. Und mit den Teilen kann ich auf jeden Fall weiterbauen und euch vielleicht demnächst auch einen neuen Park liefern. Die vorletzte Sache ist dieses Paket, was nicht zentral gelandet ist. Aufgrund der Größe weiß ich natürlich schon, was da drin ist. Schneiden wir dieses wunderbare Band hier durch. Machen das Ganze hier auf. Es ist auf jeden Fall eine Sache, auf die ich mich schon richtig, richtig gefreut habe, dass es endlich ankommt. Und es war so eine Art Spontankauf tatsächlich. So nach dem Motto, okay, wenn ich jetzt schon dabei bin, Geld auszugeben, dann kann ich mir das hier auch noch gleich kaufen. Und vor allem erweitert es meine Clone Trooper Sammlung da hinten. In den Vitrinen, da ist nämlich noch ein bisschen Platz da oben. Vielleicht klingelt es jetzt schon bei den einen oder anderen, was ich mir hier eventuell bestellt haben könnte. Ich zeige es aber euch natürlich, damit ihr ganz sicher gehen könnt. Zack. Zack. Pappe, habe ich mir mal gewünscht. Witz. Und tada. Oh, es ist das wunderschöne 2007er Battle Pack Clone Trooper mit dem alten Shock Trooper, die beiden alten normalen Clone Trooper und dieser 327. Trooper. Mega, mega cool. Es ist einfach original verpackt und in einem so schönen Zustand. Es hat nirgendwo auch nur irgendwelche Kratzer auf diesen ganzen Prints oder irgendwelche Eindrücke. Perfekte Kanten. Es ist so ein unfassbar geiles Set. Und meine Neugier ist einfach so dermaßen groß. Ich muss dieses Battle Pack einfach in ferner Zukunft hoffentlich noch aufmachen. Es bleibt aber auf jeden Fall nicht original verpackt. Und hier könnt ihr es nochmal im Licht sehen. Oh, so ein schöner Zustand. Ich habe ja den totalen Fable für alte Lego Star Wars Sets. Das ist aus der 30 Jahre Anniversary Edition von Star Wars. Und da unten können wir nochmal ein, zwei Sets sehen, die im damaligen Jahr gekommen sind. Ach, wunderschön. Ich liebe auch dieses Boxart hier. Oh, wunderbar. Ich bin nämlich auf dieses Battle Pack spontan gekommen, weil ich mir das hier gekauft habe. Denn die Clone Trooper hier unten sind ja so eine kleine Hommage an dieses Battle Pack. Nur, dass hier kein Sternkorb-Trooper dabei ist. Und hier schon. Gut, haben wir das abgeschlossen? Kommen wir nun zum großen Finale. Und eins kann ich euch sagen, bei diesem Set bin ich mir sehr, sehr, sehr unschlüssig, ob ich das aufmachen möchte, weil an diesem Set hängt wirklich ein unfassbarer Sammlerwert mit hinten dran. Ich habe sogar noch für das Set, was es ist, relativ günstig ersteigert.
Und das Set ist auch in zwei Boxarts rausgekommen. Ich habe hier das wesentlich seltenere von beiden. Vielleicht rattert es da schon bei den einen oder anderen, was es in dieser Größe auf jeden Fall sein könnte. Und wer jetzt geahnt hat, ist natürlich auch ein altes Lego Star Wars Set vor 2010. Lüften wir das Geheimnis. Es ist Pappe. Wenn ihr mich jetzt ein bisschen komisch hört, dann liegt das daran, dass die Kamera gerade über mir ist. Die letzten Pappen werden entfernt. Oh, und da ist es. Oh, wunderbar. Es ist dieser X-Wing auf Dagobah, das Training-Set. Oder was steht hier drauf? Einfach X-Wing Fighter. Okay, na gut. Aber es ist der X-Wing Fighter auf Dagobah mit Yodas Hut und natürlich, wie es für mich gehört, es ist original verpackt. Einziges Manko an der Box ist hier oben dieser kleine Eindrückekerbe. Ansonsten ist sie in einem Tip-Top-Zustand. Und diese Box hat übrigens Eindrücksiegel, keine Klebesiegel mit so einem Klebeband, ihr kennt's ja. Und schaut euch mal dieses wunderschöne Boxart an und mit den ganzen Andeutungen der Spielfeatures hier hinten drauf. Und da konnte man sogar noch aus dem eigentlichen Set so andere Sets machen, so einen kleinen Mac und was ist das? Sieht aus wie so ein ATDP oder wie die Dinger heißen aus Rebels. Nochmal ein bisschen Boxart hier oben, damit ein paar Sets von damals. Und dieses Seitenboxart vor allem, ist das wunderschön. Oh, hier oben kann man nochmal die drei Minifiguren sehen. Luke Skywalker, welcher übrigens die teuerste Minifigur in diesem Set ist. Ich glaube, die kostet so 100 Euro, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann haben wir noch Yoda dabei, den alten und den alten R2-D2. Ja, dieses Set ist in zwei Boxarts rausgekommen. Einmal mit diesem Blau und dann nochmal in der Original Trilogy Edition. Ich blende euch mal ein Bild ein, wo hier überall so ein silberner Rand war. Und laut Internet ist eben das hier das ältere Boxart von beiden und vor allem das wesentlich seltenere aufzufinden. Ich freue mich sehr, sehr, dass ich das jetzt in meiner Sammlung halten kann und eventuell in der Zukunft könnte ich es mir vorstellen, dass wir dieses wunderschöne Set bei 1000 Abonnenten aufmachen, weil 1000 Abonnenten ist ein Meilenstein und das gehört gebührend gefeiert mit einem wirklich besonderen Highlight und das wäre einfach für mich das Unboxing von diesem Set. So Freunde, und dann sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, dieser kleine Lego Star Wars Haul hat euch soweit gefallen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr ihn fandet. Habt euch auch zu Weihnachten noch ein bisschen was von Lego gegönnt? Schreibt es mir alles in die Kommentare. Und dann hören wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, Freunde. Bis dann, sag ich, ciao, ciao.